Hallo, werte Freunde der Trink- und Popkultur. Heute heißt es wieder Comics und Bier Doppelbook. Und als Gast habe ich endlich mal wieder die Anja da. Die ist quasi fast der seltenste Gast aus der Comics- und Bier-Runde. Nur der Björn ist seltener. Also der war noch nie da. Aber du warst immerhin schon einmal da. Aber wenn der Björn noch nie da war und der seltenste ist, dann hast du ja extrem viele sehr seltene Gäste. So, die anderen sind alle regelmäßig da. Alle? Wow. Ja. Also die anderen aus der Comics- und Bierrunde, die sind alle schön regelmäßig da. Der Carsten ist ganz oft da. Die Denise ist ganz oft da. Okay, der Arnulf, ich schäme mich und komme öfter bei dir vorbei, ab sofort. Der Arnulf ist nicht ganz so oft da, aber immer noch mehr als ihr. Ja, genau. Also schäm dich und aber dafür bringst du ja immer tolle Sachen mit. Schon einmal. Also immer das eine Mal, aber heute auch wieder. Das ist nämlich was ganz Faszinierendes. Die Anja hat nämlich selbstgebrautes Bier mitgebracht. Da freue ich mich jetzt schon sensationell drauf. Außerdem ist das heute unsere 25. kleine Doppelbook-Sendung. Ein kleines Jubiläum. Deswegen habe ich zum Jubiläum auch gleich mal das offizielle oder eins von zwei offiziellen Comics und Bier T-Shirts angezogen. Also alles schön heute. Anja da, selbstgebrautes Bier da, T-Shirt da. Ihr seid da, das freut mich. Und deswegen geht es jetzt gleich auch, wie es so schön heißt, in Comics Res. Nee, in Media Res. Und das wären Comics. So, nee, in Bier. Wir fangen erstmal mit Bier an. Und wir verkosten gleich mal dein Bier. Ich bin nämlich da so dermaßen neugierig, dass ich da unbedingt direkt mal testen muss, was du denn da zusammengepanscht hast. Wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen, Bier zu brauen? Das war so ein Corona-Ding tatsächlich. Mein Freund und ich haben überlegt, was man alles so machen kann, wenn man schon alles durch hat. Also im Grunde alle Bücher gelesen hat, die da sind, alle Serien geguckt hat, die da sind. Wir kauften ein Waffeleisen, wir kauften einen Pizzastein. Ich kann jetzt sehr guten Pizzateig machen. Und dann war es irgendwann, ja, aber eigentlich kann man auch mal ein Bier machen. Und jetzt existiert so ein großer, ich glaube 60 Liter Kochbottich, der eigentlich dafür da ist, dass man so Weggläser sauber kocht und irgendwelche Spiralen aus Metall und lauter Tüten mit Malz und Hopfen und Aromahopfen im Tiefkühlfach, der aussieht, als hätten wir Gras da gebunkert. Weil diese kleinen Hopfenpellets sind so grün und ein bisschen krümelig. Ich verstehe. Also alles komplett nur Hopfen. Ja. Und der erste Versuch ging uns schon so ein bisschen daneben, weil wir diesen Kocher nicht ganz so richtig einschätzen konnten. Da blubberte dann einfach das Bier so vor sich hin und wir standen da mit diesem Rezept in der Hand. Halten Sie die Mischung bei 64 bis 67 Grad und es sprudelte und sprudelte und wir fächelten und zogen den Stecker und trugen es raus auf den Balkon. Und das habe ich nicht mitgebracht. Das ist der zweite Versuch. Das ist der zweite Versuch. Okay. Und das muss doch dann danach reifen? Ja, also man kocht es, dann man filtert sehr viel. Eigentlich putzt man 90% der Zeit, weil du halt alles desinfizieren musst und den Schlons rausputzen. Und dann lässt du es so 1 bis 2 Wochen, dein Gebräu mit der Hefe in so einem Bottich. Und wenn das dann die richtigen Abmessungen von Stammwürze und hast du nicht gesehen hat, dann filterst du nochmal und putzt nochmal sehr viel. Und dann kommt es mit so einem genau abgemessenen Zuckergehalt in die Flaschen rein. Und da gärt es dann 6 Wochen. Und dann sieht es irgendwann so aus. Und wir waren aber so ein bisschen, ich habe jetzt seit wir darüber geredet haben, dass ich es mitbringe, habe ich überlegt, ob ich ihm irgendeinen tollen Namen geben sollte, weil das haben wir komplett verpennt. Hat auch kein Label, ne? Wir könnten da noch ein Comics- und Bier-Label draufkleben. Das ist so eine Schweinerei, diese Labels da abzukriegen. Also das sind ja alles so, keine Ahnung, Tegernseher-Flaschen und sowas gewesen. Und wir haben irgendwie bis nachts um 2 da gesessen und diesen Rotz darunter geputzt. Deswegen war die Motivation, da jetzt neue Labels draufzukleben, so im Minusbereich. Ja. Also wie gesagt, ich habe noch ein paar Etiketten von unseren exklusiven Comics und Bieren, die wir ja aus der Schönbuchbrauerei damals bekommen haben. Ihr habt es in der Sendung ja gesehen. Da hätte ich noch welche. Könnten wir also auch belabeln heute, aber dann mal eben unbelabelt und unbenannt. Möchtest du wissen, was es ist oder willst du es rausschmecken? Lass uns erstmal, ich möchte erstmal gucken und mich überraschen lassen, bevor ich da so... Ich bin ja schon sehr gespannt. Das ist ja... Also naturtrüb darf man ja schon mal sagen, ne? Das ist sehr offensichtlich. Ich glaube, das kriegt man zu Hause auch gar nicht so richtig anders hin. Weiß ich nicht. Also das habe ich noch nie probiert. Viele von diesen Starkbieren zum Beispiel,
viele von diesen Starkbieren, die klären sie ja mit Fischenzymen, weshalb immer Veganer die Kinnlade direkt aufs Knie bekommen, wenn sie zum ersten Mal so eine Liste sehen mit, diese Lebensmittel sind übrigens gar nicht vegan. Bier. Viele Biere, auch viele Weine, streng genommen. Also vegan ist ja immer so eine changierende Geschichte, so was du jetzt als vegan empfindest oder nicht. Darfst du Lederschuhe anziehen, darfst du auf, als Ponymädchen auf dem Ledersattel reiten oder nicht? Oder überhaupt auf dem Pferd. Also ist es vegan, auf dem Pferd zu reiten? Das ist sehr schön. Okay, also es sieht auf jeden Fall mal, sagen wir mal, farblich speziell aus. Was ganz Besonderes. Also irgendwas zwischen dunklem Bier und nicht dunklem Bier. Also auf jeden Fall kein helles Bier. Es ist ein mitteldunkles. Ein mitteldunkles Bier, genau. Ein mitteldunkles Bier. Also, da also sieht toll aus. Irgendwie ein mitteldunkles Bier. Das Etikett, wie gesagt, könnt ihr genau anschauen. Ich hab seit Tagen überlegt, ob ich mir schnell noch so einen Namen ausdenke. Und ich habe ganz viele gehabt, die alle so okay waren. Aber ich versuch's. Ja. Weil ich so überlegt habe, was in eurer Wohnung so alles ist und was ihr so für nerdigen Kram hier habt und so. Eine neue Hopfnung. Wow. Ja. Wow. Ja, danke. Ja. Das ist wow. Mhm. Das ist, ich bin total begeistert. So nennen wir das, eine neue Hopfnung. Nichts anderes kommt jetzt mehr in Frage. Und jetzt müssen wir es auch versuchen. Also es riecht auf jeden Fall mal schon wie Bier. Das ist das Schöne, das steht auch in jedem Braubuch drin. Im Grunde, egal was du machst, egal wie blöde es läuft, was am Ende rauskommt, wird immer Bier sein. Ja, das ist immer auch dieses Urbier, was so teilweise ja dann noch so in kleinen Gruben vergoren wurde und auch sehr schlammig aussah. Das war auch Bier. Würde man heute wahrscheinlich nicht mehr erkennen. Also, Ich muss ein bisschen dazu erklären, oh Gott, das ist, als ob man sein ungezogenes Kind mitbringt und dann erklärt, warum das so ist, wie es ist. Wir haben da recht viele Aroma-Hopfen reingemacht und die zerfallen irgendwann. Also wenn du das sehr lange in diesen Flaschen lagerst und du hast lauter so blumige Hopfen dabei, die irgendwie so Zitrusnoten und hast du nicht gesehen, was Komplexes mitbringen und so, die sind irgendwann weg. Deswegen schmeckt es jetzt einfach tatsächlich wie Bier. Okay, die sind irgendwann weg. Heißt ja. das liegt eigentlich schon zu lange? Scheinbar. Oder müsste das... Nee, also es hat Also schmeckt das jetzt anders, als du es beim ersten Mal probiert hast? Es schmeckt ungefähr jede Woche anders. Ich weiß nicht, wenn du es industriell herstellst, ist es vielleicht nochmal was anderes. Ich meine, so ein Becks schmeckt ja immer wie so ein Becks im Grunde. Aber das hat ganz am Anfang noch ein bisschen mehr so nach ich laufe durch einen Zitronengarten. Also ihr habt da ziemlich viele von diesen Zitrus-Hops reingemacht. Also es schmeckt auf jeden Fall mal, tatsächlich ist es ein Bier, dem ich jetzt mal sagen würde, es schmeckt sehr würzig. Also das ist tatsächlich etwas, was ich bei Bieren immer so, also meistens ist irgendeine so was bitter im Vordergrund oder manchmal auch was Fruchtiges oder sonst. Das schmeckt jetzt mal, finde ich, so richtig würzig. Also das ist so... Keine Ahnung, also ein richtig kräftiges Bier. Und wenn man es etwas länger im Mund hat, dann schlägt so eine ganz leichte Säure durch. Oder so ein ganz leichtes Säuregefühl. Von daher, ich bin jetzt gespannt. Also ich hätte jetzt vom ersten Geschmack her, hätte ich gesagt, ihr wolltet so in Richtung IPA gehen. Irgendwas in diese Richtung. Das war das Erste, das was verkocht ist. Das wurde dann recht bitter. Also diese Aromahopfen, diese Zitronigen, haben viele davon so eine bittere danach, also irgendwie dagegen zu steuern. Und das ist eigentlich ein Weizen. Das ist ein Weizen? Das ist ein Weizen. Okay, das hätte ich jetzt nicht erkannt. Aber eben mit sehr vielen so zitronigen Aromahopfen darin. Und wir haben noch eine zweite Marge gemacht von dem, also das dann ein bisschen länger stehen lassen, noch die Hälfte von diesem Topf, und dann noch kalt gehopft.
Und falls irgendjemand da draußen technische Ahnung hat, wie das passieren konnte, ich google seit Wochen und komme mir vor wie der letzte Trottel, weil es offenbar noch nie jemandem passiert ist, nur diese Marge mit dem später noch reingeschmissenen Hopfen explodiert einfach, wenn man sie aufmacht. Also, es geht einfach so ein wunderschöner Schaumspringbrunnen hoch. Wir haben noch von der ersten Flasche das Ergebnis teilweise an der Decke. Also, die ist jetzt auch nicht so eine 4 Meter Altbauwohnungsdecke, aber so einen Meter hoch ging es dann schon. Und wenn du versucht hast, es zuzudrücken, ging es dann halt 1,5 Meter hoch. Und es ist einfach nicht erklärbar, warum das nur passiert. Ist das nicht, dass dann der Gärprozess noch nicht abgeschlossen war, als ihr es in die Flaschen gefüllt habt? Aber Hopfen macht eigentlich nichts für die Gärung, weil die Gärung passiert ja mit dem Zucker. Ja, vielleicht war noch zu viel Zucker drin. Keine Ahnung. Tja, eine Frage an unsere Bierspezialisten da draußen. What the shit happened there? Science. Wenn ihr Antworten habt, lasst es uns wissen. Ansonsten muss ich aber sagen, das ist jetzt für so ein Erstlingswerk, finde ich, doch sehr enorm genießbar. Wir haben gerade von der Woche ein neues angesetzt. Das kann ich dann gerne mitbringen, wenn es fertig ist. Da bin ich aber gespannt. Vielleicht kriege ich das auch ein Label. Hm, okay. Dann haben wir den interessantesten Teil des heutigen Abends hier schon eigentlich abgearbeitet. Aber wir können ja noch weitermachen mit Comics. Und da wir mit deinem Bier angefangen haben, würde ich sagen, du darfst auch deinen Comic als erstes vorstellen. Ja. Das ist einer, den... Ich werde so lange dem Rassilon hier mal sein Spielzeug abnehmen. Nee, er geht wieder. Tschüss, Rassilon. Ja. Das ist ein Comic, der so, so schön gezeichnet ist, dass, glaube ich, wenn man den jemandem zeigen würde, der sagen würde, es ist ja aber eher sowas, was man als Graphic Novel verstehen würde. Also es ist gar nicht so superheldig. Vielleicht sage ich einfach, wie er heißt, ne? Ja, also ich habe den jetzt schon gesehen. Ich weiß auch dann, ich kenne den schon auch. Wo halte ich es sinnvoll hin? Das ist hier, da kann man das ziemlich gut machen. Saga heißt diese Comic-Reihe. Die hat 2012 angefangen und ist dann relativ entspannt weitergelaufen. Das ist jetzt so eine Sammelreihe, die ich habe. Das sind 9 solche Bücher insgesamt. Und es ist mehr oder weniger abgeschlossen. Und es ist so eine... Deswegen kam ich auf eine neue Hoffnung, weil das ein Comic ist, dem man so nachsagt, es sei so eine... Wenn dir Star Wars ein bisschen zu lasch war, dann ist das sozusagen die weiterführende Geschichte, die du dir als Comic angucken solltest. Also es gibt sehr viele Planeten, die bereist werden, es gibt einen großen Krieg, der tobt, es gibt sehr viele verrückte Figuren, also Menschen, die im Grunde... Was hat der Hund umgeschmissen? Ich weiß nicht, der Hund randaliert da hinten irgendwo und unsere Technik macht mit. Menschen, also Figuren, deren Kopf ein Bildschirm ist, es gibt ein Volk mit... Es gibt Figuren, die sind nur Kopf und lange Beine. Ja, das ist allerdings auch so ein Planetenbordell. Ein Planetenbordell, ja. Deswegen wird da auch geht's auch um Sex, natürlich. Die Protagonisten sind von 2 verschiedenen Rassen, darf man es, glaube ich, nennen. Sie kommt von einem Planeten, wo alle Flügel haben auf eine bestimmte Art. Und er mit seinen Hörnern... Flügel. Vielen Dank, mein reizender Assistent zeigt mal die Flügel. Und schmeißt dir Sugars Bier um. Dabei ist es gar nicht so schlecht. Also und Alana heißt sie und Marco... Das ist der Marco. ...kommt von dem einzigen Mond, der um den Planeten von ihrem Volk kreist. Und dieses Volk hat halt Hörner immer auf irgendeine Art. Es gibt auch sehr absurde Menschen, die halt so ein lustiges Horn haben. Aber er hat nur 2. Und diese beiden lernen sich kennen, während sie Kriegsdienst schiebt und eigentlich auf Gefangene aufpassen soll. Und er ist ein Gefangener. Und man steigt in diese Geschichte ein, als sie gerade das gemeinsame Kind bekommt. Und ich habe schon lange nicht mehr, glaube ich, bei der ersten Seite von einem Comic so lachen müssen, weil ihre Sorge die ersten 5 Seiten lang einfach ist, darf man das sagen? Ich nehme noch einen Schluck Bier. Sie presst gerade dieses Kind raus auf dem Planeten, auf dem sie sich gemeinsam versteckt haben und fragt einfach die ganze Zeit, okay, kacke ich hier gerade hin? Weil ich habe das Gefühl, als würde ich hier gerade hinkacken. Und immer, nein, du siehst wunderschön aus. Sie erzählen mir keinen Scheiß, ich habe das Gefühl, ich kacke hier hin. Und es ist einfach so, so herzensnett, weil sie einfach miteinander so schön sind. Und nun kriegt sie dieses Kind
Und das ist so der zentrale Punkt dieser ganzen Geschichte. Dieses Kind darf natürlich einfach nicht existieren. Weil diese Völker sind verfeindet. In diesem Krieg, der seit Jahrzehnten tobt, haben sie auch alle anderen Völker und Planeten gezwungen, irgendeine Partei zu ergreifen. Inzwischen wird sich halt auf anderen Planeten bekriegt. So, da passiert schon gar nichts mehr, wo die herkommen. Und dass jetzt nun diese beiden verfeindeten Völker sich auf die Art gefunden haben und es noch ein Kind gibt, darf natürlich einfach nicht sein. Und das ist eigentlich die ganze Geschichte, die aber sehr, sehr schön erzählt ist, weil sie natürlich immer von einem Abenteuer ins nächste stolpern und neue Freunde finden und neue Feinde finden und versuchen irgendwie ihre kleine Familie ein bisschen zusammenzuhalten, was mittelgut klappt, weil sie sich immer wieder zwischendurch verlieren und aber auch immer wieder finden. Und es ist einfach so liebevoll gemacht und so schön gezeichnet, dass zu Recht der Autor, der Brian Vaughan heißt er, und die Fiona Staples, die es gezeichnet hat, einfach zugeballert wurden mit Preisen. Ich glaube, das ist sowas, wo eigentlich sich alle einig waren. Also ich stelle es mal woanders. Ja, das ist vielleicht besser. Wo sich alle einig waren, dass es das beste Comic überhaupt ist. Und aus irgendeinem Grund kannte ich es noch nicht. Also ich hatte das schon öfter gehört, aber habe jetzt gerade vor einer Weile das angefangen zu lesen und musste mich immer sehr, sehr zurückhalten, dass ich so ein bisschen langsam mache und nicht mehr in zwei Nächten reinpressen. Du kennst es auch, hast du erzählt. Ich kenne das auch, ja. Und ich bin auch der Meinung, dass es ein hervorragender Comic ist. Brian K. Vaughan, der hat auch eine andere tolle Story geschrieben. Die heißt nämlich Why the Last Man. Und die ist ähnlich sensationell ihrer Zeit aufgenommen worden. Mhm. Und der gehört wirklich zu den Spitzenautoren. Und wenn der was schreibt, dann hat das immer so was Epochales. Und hier. Aber auf der anderen Seite halt auch immer so was Kleines. Weil die Probleme, die Leute haben, sind natürlich. Genau, also erzählt das Kleine im Großen. Also die Rahmenhandlung ist wirklich epochal, aber eigentlich verfolgt man immer diese Protagonisten und ihr gesamtes Umfeld. Und da ist auch eine relativ schnelle Abfolge da drin, von, wie du sagst, den Leuten, mit denen sie zusammenkommen. Und das hat schon auch ganz viel tatsächlich Ähnlichkeit mit dem, was man von Star Wars kennt. Außerdem natürlich auch diese Kombination von fantastischen Elementen und Science-Fiction-Elementen, das trifft man da auch sehr extrem drin. Eigentlich noch viel extremer als bei Star Wars, allein schon dadurch, dass die Optik der Figuren halt quasi verschiedenen Mythen und Märchen entlehnt ist, die dann aber wiederum in so ein Science-Fiction-Setting reingesetzt werden. Und das allein, das macht das Ganze schon zu was ganz Besonderem. Dann, wie gesagt, super gut erzählt, toll gezeichnet auch. Und als das damals rausgekommen ist, sind die Leute, Schirga, wahnsinnig geworden, weil eben sie eben gesagt haben, best Comic ever and of all times. Da finde ich jetzt wiederum, wurde mir jetzt gerade aus vielen großen anderen Sagen zu viel zusammengeklaut und dann zu was Neuem zusammengewürfelt, um das so sagen zu können. Aber gibt es irgendeine Geschichte, die nicht so funktioniert? Wahrscheinlich inzwischen nicht mehr. Und das ist halt genau der Punkt. Du musst natürlich auch klauen, beziehungsweise dir Anleihen nehmen. Das muss auch gelernt sein und das ist natürlich hier auf sehr hohem Niveau gemacht. Aber ich finde, wenn du halt auf jeder zweiten Seite so denkst, so, ja, das habe ich da gesehen und das habe ich da gesehen, dann macht das zwar viel Spaß, aber dann würde ich mal sagen, weiß ich nicht, ob das dann da drin nicht zum Prinzip erklärt wurde, dass man einfach gesagt hat, hey, ich nehme einfach alle Lieblingsserien aus Science Fiction und Fantasy, die ich jemals hatte und mische sie zu meiner eigenen zusammen. Das ist, Gott, das klingt wie der beste Job der Welt. Ja, genau. Ich finde, das kann man machen. Und wie gesagt, wenn sowas Tolles dabei rauskommt, auch. Aber ich weiß nicht, ob dabei dann unbedingt zwingend der beste Comic aller Zeiten oder das beste Epos aller Zeiten reinkommt. Aber es ist ein tolles Ding. Also, Zeiten ist ja auch wurscht. Aller Zeiten, also. Aber also, was ich daran halt einfach sehr, sehr schön finde, ist, dass es natürlich die Geschichte an sich eine Grundidee ist, die halt nie sich abnutzt. Und wenn du sie dann halt mit so charmanten Figuren füllst und mit diesen unglaublich schönen Zeichnungen, ich weiß gar nicht, ich habe gerade, deshalb habe ich so ein bisschen vor mich hingeblättert, während du erzählt hast, ich habe einfach einen sehr kleinen, einen großen Crush auf diese weibliche Hauptfigur entwickelt, weil sie einfach so, so wunderschön gezeichnet ist und sie ist, also nicht nur in den Zeichnungen, sondern auch als Figur
Weil diese beiden Protagonisten, weshalb sie sich ja auch finden, ist, die sind einfach müde von diesem Krieg. So, die haben damit nichts zu tun. Es gibt einfach seit Jahrzehnten diesen Hass, der immer so weitergegeben wurde und nie sinnvoll erklärt. Ich glaube, irgendwann wurde es gesagt, aber ich habe es auch direkt wieder vergessen, weil es natürlich egal ist. Und weil einfach nur diese Ablehnung gegenüber Leuten, die ein bisschen anders sind, immer wieder weitergetragen wird. Und die sind beide zusammen einfach so schön und so nett infantil. Die lernen sich halt im Grunde kennen, weil sie in der Bibliothek von dem Gefängnis ein Buch findet. Halt so ein Schnulzenroman. Also heute würdest du die Dinger irgendwie im Bahnhofskiosk bei Bastel Lübbe in der Ecke da stehen sehen. Und sie findet das und sieht darin die Auflösung all dieses Hasses und all dieser Gewalt und Probleme, weil es da auch um völlig hanebüchene zwei Figuren geht. Ich habe es wieder vergessen. Ein Roboter-Vampir oder also so in den Dimensionen. Irgendwie zwei Figuren, die nicht zusammen sein können eigentlich und nicht dürfen und es aber trotzdem sind. Und da ist dann natürlich lauter so Würfelwörter-Erotik drin. Also so aus irgendwelchen Bausteinen zusammengebastelt. Aber sie sieht darin einfach den großen Schlüssel. Und ich glaube, es wird gar nicht klar, wie er an dieses Buch kommt. Ich glaube, sie liest es ihm dann vor, während er seine Strafarbeit macht. Und sie finden sich halt beide wieder und wollen das auch. Und machen das dann einfach. Und kriegen dann halt dieses Kind, was natürlich unglaublich niedlich ist, weil es Hörnchen hat und Flügelchen. Mein Gott, Hörnchen und Flügel. Kann es etwas Süßeres geben? Auf gar keinen Fall. Nein, auf gar keinen Fall. Und sie haben sogar noch die nette Unterhaltung, wie sie nennen. Und sie überlegen kurz, oh mein Gott, wir sollten sie Hope nennen für Hoffnung. Und dann guckt sie ihn an und sagt, Alter, wenn du dieses Kind Hope nennst, hau ich dir einfach eine rein. Auf gar keinen Fall, was für ein kitschiger Scheiß. Ja. Und dann nennen sie das Kind Hazel. Das ist, erinnert mich sofort an die Umbrella Academy. Aber du hast uns jetzt heute, was ich fast ein bisschen schade finde, die englische Version mitgebracht. Das Ding ist natürlich auch in Deutsch erschienen und zwar bei Crosskite und zeichnet sich dort auch durch eine hervorragende Übersetzung aus. Außerdem eine sehr, sehr, sehr schöne Optik und da muss man einfach sagen, man kann das auch auf Deutsch lesen. Also die englische Variante ist eine schicke Variante, aber man kann das auch auf Deutsch lesen. Das kann man machen, wenn man aber auf so einem Comicladen-Flohmarkt steht und findet den ersten Teil auf Englisch. Dann nimmt man den ersten Teil auf Englisch mit. Das ist richtig. Und dann kauft man sich natürlich auch den Rest in Englisch. Wir kriegen aber gerade was angereicht. Meine Güte. Ja, und zwar, so sieht es dann nämlich in der deutschen Version aus. Da gibt es das Ganze nämlich auch als Hardcover. Das hier ist Softcover, das ist Hardcover. Dafür ist es eine Idee kleiner. Was ich wiederum, muss ich sagen, tatsächlich aufgrund der sehr schönen Zeichnungen ein bisschen schade finde, wobei die sind nicht so kleinteilig, die Zeichnungen. Das heißt, die sind schon relativ plakativ auch. Das heißt, das kleinere Format guck mal, vielleicht ist da können, jetzt können nicht so können wir das schön. Hier einmal da so hinhalten, wo ungefähr ist es gut? Das sind schon einfach alles auch sehr schöne Figuren. Ja, also, das ist richtig. Also die können schon was. Und dieses Wildern in verschiedenen Genres oder von verschiedenen Vorlagen, das wird ja natürlich gerne gemacht. Eine andere Serie, die das im Augenblick gerade tut, oder Doppelserie, ist ja Descender und Ascender von Jeff Lemire, die wir neulich in der Live-Show mal besprochen hatten und auch da zum Schluss gekommen sind, dass das möglicherweise die beste Science-Fiction-Serie ist, die es derzeit gibt. Und da sieht man auch, wie sich das so ein bisschen ablöst, weil bis zu dem Punkt war es ganz sicher Saga für viele Leute, aber mit Descender Ascender hat sich da wieder so ein bisschen was geändert. Ich lege mich da auf jeden Fall nicht fest. Ich finde beide super, super toll und das ist eine ganz klare Empfehlung. Ebenso wie dein Bier. Ich hoffe, die Leute stehen demnächst bei euch an der Haustüre Schlange und da Bier, Bier. Richtig schöne Vorstellung. Wir blenden meine Adresse nachher auch noch ein. Oh ja. So, cool. Ein super toller Einstieg in unsere 25. Doppelbook-Sendung. Dann kann ich ja jetzt mit etwas aufwarten. Was mache ich denn jetzt heute? Erstmal hole ich hier neue Gläser für uns raus. Soll ich die mal unauffällig verschwinden lassen? Ja, stellen die einfach ins Off. Wo sonst der Sprecher rauskommt, stellen wir unsere Gläser hin im Off. Und dann schaue ich einfach mal in meinen Bierkühlschrank, was ich da drin finde. Ich habe die letzten Male
angefangen, Biere aus dem Saarland, also so eine kleine Reihe zu machen, weil wir haben einen Fan, der hat uns Biere aus dem Saarland zugeschickt. Und da habe ich schon die letzten Sendungen welche verkostet und ich dachte, ich mache das halt einfach so weiter, weil wenn man so eine schöne Reihe hat, warum soll man sie abbrechen? Ich glaube, das ist auch tatsächlich das Letzte. Dann sind wir schon durch das Herrenhandtäschchen durch, was er mitgeschickt hat. Das war das, die Männerhandtasche, wo dann eben die Biere drin standen. Mhm. Und oh, ich möchte lachen und weinen gleichzeitig. Da tu dir keinen Zwang an. Das okay. So. Das Saarland übrigens. Ja. Es wird ja immer hergenommen, um irgendwelche Größenordnungen zu erklären. Aber ich habe letztens was ganz Spannendes über das Saarland erfahren. Okay, vielleicht auch gar nicht so spannend. Aber der nächste deutsche Mensch, der zur ISS fliegt und dort das Team anführen wird, ist ein Astronaut aus dem Saarland. Gute Güte. Ich dachte mir, dass es dich von den Socken nimmt. Nachdem wir ja schon einen Schwaben dort oben hatten, würde ich ja mal behaupten, ist das Saarland deutlich hinter uns zurück. Ich wusste tatsächlich gar nicht, dass die Leute ins All schicken. Ich wusste auch nicht, dass sie dort Biere brauen. Also ich meine, ich habe es vermutet, aber dass es gleich so viele sind und von denen bisher tatsächlich alles, was wir getrunken haben, auch ziemlich gut war. Neunkirchen kommt es. Neunkirchen, ja. Von der Braumanufaktur Bach. Und ich kann lesen, ja, nur das ist klar. Ich kann schon lesen, aber diese Schrift, die ist so bronzefarben. Genau. Es liegt sicher auch an der Kopfhaltung, aber das lässt sich ja nicht ändern, weil sonst das Bier rausglibbert. Oh, und was auch noch sehr charmant ist, der Barcode ist in kleinen Flaschen hier hingezeichnet. Ich frage mich, ob der Barcode-Scanner das wirklich lesen kann. Aber wir werden es niemals erfahren, also zumindest heute nicht, weil ich habe keinen da. Das ist ein Pilz. Also das steht auch ganz unprätentiös drauf. Pilz. Aus der Bachs Brauerei. Oha. Jetzt muss man natürlich aufpassen. Hier haben wir eine professionelle Bierbrauerin sitzen. Das ist schnell vorbei. Also es verbleibt tatsächlich nicht lang auf der Zunge. Nee. Es ist für einen Pilz tatsächlich, also es ist kein nordisches Pilz, also kein großer Bitterfaktor drin. Tatsächlich eine etwas interessante, auch leicht säuerliche Note. Schmeckst du auch Gurke oder kriegst du einen Schlaganfall? Du kriegst einen Schlaganfall. Bitte holt mal eben kurz Gurke. Könnte sein. Essiggurke. Ja. Ja, da können wir uns vielleicht drauf einigen. Bachs. Das heißt wirklich einfach nur Bachspilz? Ja. Okay. Na gut, kann nicht jedes Bier einen Star Wars-Namen haben. Richtig. Ich finde, mein Gott, also das ist jetzt tatsächlich wirklich unspektakulär. Lässt sich gut trinken. Mhm. Also das ist als Feierabendbier hervorragend. Ist, würde ich mal sagen, aus der Reihe der Saarbiere, ich habe es jetzt einfach mal Saarbiere genannt, der Saarbiere tatsächlich jetzt vielleicht so ein bisschen das langweiligste. Aber es ist nicht schlecht. Also wenn ich jetzt abends mich vor den Fernseher hocken wollen würde, um einfach mal so kurz ein Bier zu zischen, was ich natürlich niemals tue, sondern ich trinke nur in gediegener Gesellschaft, dann wäre das so ein Bier, was ich mir tatsächlich aufmachen würde. Und vielleicht ist es auch genau dafür gebraut, weiß ich ja nicht. Macht man sowas? Also gibt es wirklich Menschen, die sagen, pass mal auf, jetzt mache ich so ein Bier, das gießen Menschen einfach in sich rein, ohne dass was mit ihnen passiert? Ich würde mal sagen, die meisten von den eigentlich bekannten Bieren sind genauso gemacht, sonst wären sie nicht so massentauglich. Das macht mich ein bisschen traurig. Andererseits funktioniert ja auch Popmusik. Außer bei Leuten wie mir. Aber was? Nicht mal Taylor Swift? Ja, also funktioniert nichts außer Taylor Swift. Taylor Swift funktioniert natürlich. Es gibt niemanden, bei dem Taylor Swift nicht funktioniert. Wer zur Hölle ist Taylor Swift? Ich schick dir nachher mal ein Lied. Ist okay, ja. Was mich dazu bringt, dass auch ich einen Comic habe, den ich vorstellen möchte. Oha. Und zwar, weißt du, wer Stephen King ist? Ist das eine ernste Frage? Ja, das kommt jetzt nicht sowas wie... Da gab es noch 1998 den Anschieber vom Bob-Team aus Kanada und du kennst den nicht. Was bist du für eine Ignorantin? Nein, es geht um den Autoren Stephen King. Es geht um den Autoren. Ja, den kenne ich gut. Den kennst du. Nicht persönlich, aber ja. Okay, das ist doch schon mal ein ganz guter Anfang. Also würde ich mal sagen,
weil es geht nicht um Stephen King hier, sondern es geht um Joseph Hillstrom King. Weißt du auch, wer das ist? Das, oh mein Gott, warte, ich hab das bestimmt, oh, pass auf. Also, Stephen King, ja? Ja. Also, sein großes Vermögen. Bestimmt. Vermögen? Ja, das ist sein Vermögensverwalter. Ja, nein, pass auf. Das ist ein Halbbruder seines Schwippschwagers von seiner angeheirateten Stiefschwester. Und der versucht jetzt über den Namen, sich irgendwie in diese Familie reinzuwanzen und an das Familienvermögen zu kommen. Ist eine sensationell gute Geschichte. Es könnte aber auch einfach sein Sohn sein. Nee, das ist zu einfach. Das ist zu einfach. Okay, also der Mann heißt Joe Hill, zumindest nennt er sich so. Mit vollem Namen. Ich habe es gerade schon mal vorgelesen, weil ich kann mir den immer nicht merken. Joseph Hillstrom King. Und er ist tatsächlich einer von zwei Söhnen von Stephen King und ist selber auch in die Fußstapfen seines Vaters getreten als Autor, ebenso natürlich von fantastischer und Grusel-Literatur. Übrigens der zweite Sohn, also sein Bruder auch, also die schreiben auch beide. Aber Joe Hill wiederum... Wie schön wäre das gewesen, wenn die einfach was ganz anderes gemacht hätten, oder? Ja, zum Beispiel Koch werden. No? Ja. Nee, aber sind beide Autoren, vielleicht kochen sie aber auch. Jedenfalls, ja, Joe Hill ist der bekanntere von den beiden und der ist mittlerweile so bekannt, dass schon viele sagen, der hat es eigentlich geschafft, auf dasselbe Level wie sein Vater zu kommen, noch nicht mit demselben Output. Vor allem, finde ich aber, ist er deutlich flexibler. Also ich bin kein sehr großer Stephen King Fan, das muss ich immer wieder zugeben. Ich mag seine Schreibe nicht allzu sehr. Dagegen finde ich, dass die Stilistik, die Joe Hill hat, die finde ich sensationell gut. Also ich bin ein größerer Joe Hill Fan. Und Joe Hill ist deutlich flexibler aufgestellt. Das heißt, er ist zum Beispiel auch ein ganz großer Comic Fan und schreibt bestimmte Sachen nur für Comics. Also anders als Stephen King, der erst über seine Söhne ins Comic-Genre reingekommen ist und bei dem eben die Sachen, die er als Roman geschrieben hat, dann irgendwann halt als Comic ausgefertigt werden, ist Joe Hill tatsächlich einer, der sowohl Romane schreibt, aber auch Screenplays, aber auch eben gezielt für Comics. Mit Lock and Key ist er quasi wirklich sehr bekannt geworden. Das ist eine wirklich sensationelle Comic-Reihe, die mittlerweile ja auch verfilmt wurde. Wobei die Verfilmung, die auf den Streaming-Diensten läuft, bei weitem nicht an die Comics ran. Es ist gut, ist nett, aber es ist nicht richtig gut. Und jetzt gibt es einen Comic-Imprint, also praktisch ein Unterlabel von DC. Und das heißt Hill House Comics. Und da sind eben genau solche... Horror, Grusel und auch Slasher-Comics drin, die, wie zum Beispiel der hier, von Joe Hill geschrieben wurden. Und das ist der erste aus der Reihe von Joe Hill Comics. Ich habe hier das Variant-Cover, man gönnt sich ja sonst nichts. Es gibt aber natürlich auch in einer ganz normalen und deswegen auch günstigeren Variante. Hast du die auch? Die habe ich auch. Selbstverständlich. Aber und das heißt, ein Korb voller Köpfe. Und das ist eine... sensationell witzige Story. Also es geht, das klingt so. Es ist wirklich großartig. Also irgendwo Amerika, irgendwo an der Küste, irgendwo so eine Insel. Und auf dieser Insel leben natürlich auch ein paar Menschen. Und wie das in Amerika eben so ist, passiert dort ein Mord. Eigentlich passiert ein Selbstmord. Aber dieser Selbstmord entpuppt sich als was völlig anderes. Und im Rahmen dieser Geschichte, wo es einerseits um den Selbstmord geht, geht es auf der anderen Seite auch um ein paar Gefangene, die flüchten. Und hinterher wird das alles irgendwie wieder zusammengedreht. Also man kennt ja so diese verschiedenen Storyplots, die sich dann so vertwisten und vertwergen. die Hauptprotagonisten sind eine junge Dame und ihr Freund. Der Freund, macht gerade ein Praktikum als Polizist, als Hilfspolizist und hat irgendwie, ja, in Amerika geht das, da darfst du erstmal nur Strafzettel aufschreiben oder so und dann wirst du eben hinterher dann irgendwann zum Vollpolizisten, wenn du Glück hast. Und die sind so noch nicht so besonders lang zusammen, sehr, sehr, sehr verliebt und er möchte sie seinen Eltern vorstellen und wird aber auch gleichzeitig noch eingeladen, zu einem Abendessen mit seinem Chef, also dem Police Officer, Chef, Chief, wie auch immer man das da gerade nennt auf dieser Insel. Und
Das kommt leider zusammen mit diesem Ausbruch von ein paar Gefangenen und deswegen wird er dann praktisch nach Hause geschickt und das heißt, passt auf, dass zu Hause nichts Böses passiert, die sind nicht besonders gefährlich, aber es könnte ja sein, dass irgendwas Dummes passiert. Und man muss dann ab dem Punkt so ein bisschen aufpassen, dass man die Geschichte nicht zu sehr verrät. Aber der Titel heißt Ein Korb voller Köpfe. Und es laufen ein paar Irre rum und diese junge Dame, die eben mit ihm da, also seine Freundin, die mit ihm dann beim Haus seines Chefs ist, die findet dort, weil der auch Antiquitätensammler ist, eine alte Normannen-Axt. Und plötzlich rollen Köpfe. Und das Ganze ist so aberwitzig und witzig teilweise auch und gleichzeitig so gut geschrieben, dass ich das Ding in einem Rutsch runter gelesen habe und am Ende dann immer noch dachte, ja, ja, irgendwie war es klar, wie es enden würde, aber es war auch eigentlich wiederum nicht klar, weil es nimmt so viele Umwege zwischendrin, was eben auch so Joe Hill-mäßig normal ist und Stephen King-mäßig normal ist. Und es macht mich gerade richtig wahnsinnig, dass du es mir nicht gibst. Ich möchte es gar nicht aus den Händen geben. Ja, doch. Also, ich durfte es ja vorher auch nicht angucken. Nein. Und das hat mir richtig Spaß gemacht und hat vor allem diese erzählerische Klasse von Joe Hill mal wieder so richtig gezeigt. Außerdem ist das Ding, finde ich, ziemlich gut gezeichnet. Passt auch zu dem Genre ziemlich dazu. Was für ein Mensch hat das denn gezeichnet? Wen geben die denn dem Joe Hill so an die Hand? In dem Fall haben sie ihm einen Italiener an die Hand gegeben, der aber auch schon relativ viel für Superhelden gezeichnet hat. Und wenn du jetzt aufs Cover guckst, dann kannst du mir den Namen sagen, weil den konnte ich mir nicht merken. Es steht tatsächlich nur drinnen. Ich nehme an, Leo Max ist eher das Büro und nicht der Name. Ricardo La Bella. Ricardo La Bella. Fantastisch. Möchte man anders schöner heißen. Namen. Nein, auf keinen Fall. Und ja, also ich weiß gar nicht, wie ich der Sache noch mehr Ausdruck verleihen soll als meiner puren Begeisterung. Fandst du es eigentlich gut? Ja, ziemlich. Also es hat mir echt Spaß gemacht. Und es ist vor allem, es ist so ein bisschen, hat ein bisschen diesen Gruselfaktor, hat ein bisschen diesen Slasher-Faktor. Aber es ist auch ganz viel Humor drin. Und was ich toll finde, ist, dass wir hier eine ziemlich taffe Protagonistin haben, die also alles andere als irgendwie eine Scream Queen ist oder sonst irgendwie, sondern die ist einfach, die wird in eine Situation hineingeworfen, wo man Entscheidungen treffen muss und die trifft sie einfach und zwar sehr, sehr, sehr konsequent und das finde ich super gemacht und ist halt auch bis am Ende gut durcherzählt. Also da gibt es so, wie gesagt, unglaublich viele Twists drin und man sagt am Ende so ein bisschen, ja, das überrascht mich jetzt nicht so wirklich, aber trotzdem, der Weg dahin, den finde ich schon sensationell. Der Weg ist das Ziel. Der Weg ist das Ziel. Mhm. Der Band ist in sich abgeschlossen, was natürlich auch sehr schön ist. Man muss nicht eine lange Serie kaufen. Und ich freue mich tatsächlich durch diesen Band schon ein bisschen auf die nächsten Comics, die aus den Hill House Comics kommen werden, wenn die ähnlich gut sind, dann bin ich total begeistert. Wobei man sagen muss, da schreibt nicht nur Joe Hill selbst, sondern er hat sich auch noch Autoren an die Hand geholt, hat also praktisch in dieses Sublabel noch ein paar andere Kreative mit reingenommen. Teilweise, wo er dann die Plots geliefert hat und die nur die Skripte dann ausgeschrieben haben. Aber er hat auch ein paar Sachen genommen, wo er gesagt hat, hey, das finde ich so gut. Schreibt. Ja, aber es gab auch ein paar Sachen, wo er gemeint hat, die finde ich so gut, die möchte ich einfach, dass die bei meinem Label erscheinen. Und da muss man vorher ein bisschen drauf gucken, ob da jetzt Joe Hill direkt drin steht oder Joe Hill präsentiert. Also das ist ja so dieser Marketing-Gag, den man sogar hat. Trotzdem sind die Sachen eigentlich, glaube ich, alle ziemlich gut. Ich freue mich, wie gesagt, schon sehr auf den nächsten Band. Da weiß ich schon, zumindest schon den Titel, der heißt Das Puppenhaus, aber ich habe ihn noch nicht gelesen. Das klingt wie ein Stephen King-Buch. Das klingt wie ein Stephen King-Buch, ja. Und aber hier, also ein Korb voller Köpfe, sensationell. Richtig, richtig toll. Und nochmal deutlich besser als das Bier. Ich finde das eigentlich, also wirklich, ich bin sehr froh über dieses Zweitbier, weil das lässt das Erstbier noch ein bisschen besser wirken. Also zumindest hat eures deutlich mehr Charakter gehabt. Also das hier ist ein Bier, das man so runtertrinkt. Bei eurem, da hatte man durchaus was zu schmecken. Das freut mich sehr. Gut. Ja, damit sind wir am Ende der 25. Ausgabe von Comics und Bier Doppelbook.
Boah, das heißt, es waren 50 Comics und 50 Biere. Es waren 50 Comics und 50 Biere. Wow. Und es soll noch mehr werden. Ja, es soll noch mehr werden. Deswegen auch nächste Woche wieder einschalten bei Comics und Bier Doppelbook. Mit welchem Gast dann auch immer. Vielleicht ist ja die Anja wieder. Oder vielleicht lasse ich sie einfach nicht mehr raus. Man weiß es nicht so genau. Es gibt genug Bücher in diesem Haus, dass ich ungefähr 5 Jahre hier bleiben kann. Na, wir werden sehen. Bis dahin. Also, ciao. We'll be right back.